Meine Damen und Herren, jetzt kommt Omegel mit Luca. Hi! Oh mein Gott! Luca, bist du es wirklich? Nee, bin ich nicht. Ja doch, hi, was geht bei dir? Wie geht's dir? Musst du niesen oder warum hast du die Hände vorm Gesicht? Oh mein Gott! Dabst du gerade? Wie geht's dir denn? Ja, genau. Genau. Hallo? Hi. Na? Oh mein Gott. Also, ich hab's geschafft. Natürlich. Da kann man schon mal klatschen eigentlich. Kannst du eine Pose machen oder sowas? Ja, klar kann ich eine Pose machen. Ja, geil, danke. Oh mein Gott. Schön, gar kein Problem. Wie geht's dir denn? Was machst du gerade so? Also, ich komme aus Garmisch. Okay. Ja, bei der Zugspitze. Du wohnst auf der Zugspitze? Ja, also wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich die Zugspitze. Das ist die Spitze vom Zug. Ich bin ein Riesenfan von dir. Ich habe auch Merch von dir und sowas. Ehrlich? Ich habe gerade auch Merch an. Am 1.6. kommt ja neues Merchandise. Luca-shop.de. Hi. Eine Webcam hast du nicht, oder? Hallo? Na? Machst du gerade so? Ich bin gerade joggen. Ja, und da habe ich mir gedacht, nebenbei mache ich ein bisschen Omegel. Das sieht man, ist cool. Ja. Ich laufe aber auch nicht so schnell gerade. Halt's Maul. Kann ich jemanden grüßen? Ja, klar. Ja, ich grüße. Laser Luca. Alles klar, schöne Grüße an die beiden. Okay. Ja. Hast du einen Hund? Nö. Warum nicht? Ah, okay. Oh, okay. Warum soll ich einen Hund haben? Weil Hunde cool sind. Ich will auch einen Hund. Also ich will einen Hund. Aber ich könnte mit. Obwohl, warum habe ich eigentlich keinen Hund? Ich wohne ja auch allein. Aber ein Hund ist, glaube ich, viel Arbeit, oder? Also du kannst ja nicht beurteilen, du hast ja keinen Hund. Aber ich glaube, man muss dann immer mit dem rausgehen und den füttern. Es wäre chillig, wenn ein Hund einfach so sein eigenes Leben hätte, wenn er so alleine irgendwie Gassi gehen würde und sich alleine Essen im Supermarkt kaufen würde. Das wäre echt cool. Ja. Kennst du Lil Pump? Ja. Ich nicht. Okay, das ist cool. Cool, dude. Cool. Hi, au, du hast eine Hand im Gesicht. Du hast noch immer eine Hand. Jetzt hast du zwei Hände im Gesicht. Ja, nice. Es ist 3:30 und du liegst noch immer im Bett. Ich bin krank. Ach ja, wenn man krank ist, dann darf man das. Hast du die Grippe? Also ich hatte, aber ich hatte noch ein bisschen. Ah, nur noch so viel. Ja, genau, nur noch so viel. Also nur noch so viel. Ja, genau. Okay. Ja, das ist ja gar nicht mehr so viel. Oh, voll krass, ey. Ja, gar kein Problem. Es sind 40 Euro, bitte. Ja, überweise ich morgen so. Also morgen? Nee, ich brauche die heute. Sogar eine Fanpage für dich. Ehrlich? Wie heißt sie? Crewmember. Da, Lu Crewmember. Zack, lass ein Like. Hast du gesehen? Oh, cool, danke, ey. Voll krass, ey. Bin ja richtig begeistert. Ich sehe gerade bei meinem Instagram so ein Bild von so einem Golden Retriever, der in so ein Handtuch eingewickelt ist. Hier. Voll nice, oder? Ich will auch einen Hund. Hallo? Hallo! Ey, es sind ja so viele einfach auf der Plattform, ne? Ja, vor allem, weil die alle nur so, die haben alle kein Bild, die skippen direkt weiter. Ja, ich bin immer, bevor ich so ein Video aufnehme, bin ich auch immer so ohne Webcam unterwegs, um halt zu gucken, ob schon einige Leute da sind. Und dann sehe ich auch immer so, okay, jeder, wenn du kein Bild hast, jeder skippt so direkt weiter. Jeder so bam, 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 so die ganze Zeit. Man muss auch mal gucken, hier sind einfach so 2000 Leute oder so, glaube ich, normal die online. Und jetzt sind wir 14.000. Okay. Ja, krass. Nice. Wo gehst du denn feiern? Bootshaus immer, ne? Bootshaus, ja, wir sind heute Abend im Bootshaus tatsächlich. Das ist also Blacklist, nee, oder? Nee, Blacklist nicht. Blacklist war vor 2 Wochen, aber heute ist Tujamo, glaube ich, und Brooks legen auf. Ich habe mal im Vanity, glaube ich, getroffen. Wir haben uns im Vanity getroffen? Ja, da an Rosenmontag. Hä, da kennen wir uns ja. Na? Hi, dein Mikro ist mega gut. Das glaube ich auch. Du redest sehr gut. Erstmal lachen, ne? Ja, ist lustig. Ja. Ja. Mach hin, ne? Wie findest du Frieden? Ist Frieden besser oder Krieg? Krieg ist richtig scheiße. Ja. Ich war im Krieg. Sehr belastend auf jeden Fall. Ja, das war in der Tat belastend. Das war im Irak. 1980. Ich war auch im Krieg und zwar, das war so 970 oder so, keine Ahnung. Okay. Ja, da war ich nicht. Da konnte ich nicht. Ja, aber ich war da schon, ja. Ich hatte da zu tun. Ja.
Deswegen, die wollten, dass ich komme, aber ging nicht. Ja, war ganz doofer Zufall. Da hatte meine Oma Geburtstag und dann meinten die, hey, wir haben gerade Krieg, aber Oma hatte all Kuchen gebacken, so. Ging halt nicht. Allerdings will ich an der Stelle das heutige Video jetzt auch beenden, meine Damen und Herren. Wenn euch die Serie Omegle mit Luca gefällt und ihr eventuell nächstes Wochenende den nächsten Part haben wollt, dann lasst mal 70.000 Likes da. Freunde, das ist eine unglaublich riesige Zahl, aber ich weiß, dass ihr das schaffen könnt und alle fragen mal nach diesem Format. Also go ahead and do that. Und jetzt würde ich an der Stelle eigentlich nur noch sagen, verpiss dich, okay?